Für viele war er der einzig wahre James Bond, der Spion, den sie liebten. 12 Jahre lang war Roger Moore in dieser Rolle zu sehen, von Leben und Sterben lassen 1973 bis zu Im Angesicht des Todes im Jahr 1985. Ein Schönling und Gentleman, der mit den Frauen spielte wie seine Vorgänger, aber die auch mit ihm. Und das war neu. Denn die Rollenbilder hatten sich verändert und so überzeichnete Moore den Playboy und brachte Selbstironie ins Spiel. Heute ist Sir Roger Moore gestorben. Er wurde 89 Jahre alt. Elena Kuch. Er galt als der wahre Gentleman unter den James-Bond-Darstellern. Roger Moore prägte die Rolle mit Lässigkeit und seinem Charme. Leben und sterben lassen. 7-mal spielte er den Geheimagenten in der offiziellen Filmreihe, so oft wie kein anderer. Später bekannte er, dass er die Action- und Gewaltszenen gar nicht mochte. Du gehörst in den Tank. Yes, but I'm also an actor. Aber ich bin nun mal ein Schauspieler. Ich sage zwar immer, dass ich es nicht bin und mache Scherze, aber die Figuren, die ich spiele, sehen aus wie ich und sie reden wie ich. So ist eben die Schauspielerei. Der feine britische Humor war sein Markenzeichen. Selbstironie in der Branche der Eitelkeiten. 1927 wird er in London geboren, ein Einzelkind. Er witzelt später, seine Eltern hätten eben schon beim ersten Versuch Perfektion erreicht. Seinen Durchbruch als Schauspieler hatte er in der Rolle als Detektiv Simon Templer. Anfang der 70er Jahre spielt er an der Seite von Tony Curtis in der Kultserie Die Zwei und mimt den eleganten Frauenschwarm. Später, in den 90er Jahren, beginnt er sich als UNICEF-Botschafter zu engagieren. Den Waffenkult von James Bond sieht er nun deutlich kritischer. When we see what the results are of. Wir sehen ja, wozu das führt, wenn Länder Waffen aus der westlichen, sogenannten entwickelten Welt erhalten. In the Western world, in the developing world. Es ist schrecklich. Ich mag diese Länder nicht, die diese Waffen herstellen. Und ich glaube, ich komme selber aus einem dieser Länder. Für sein ehrenamtliches Engagement schlägt Queen Elizabeth ihn zum Ritter. Diese Auszeichnung, so sagt er später, bedeutet ihm mehr als jeder Filmpreis. Blicken wir noch aufs Wetter. Was ist denn morgen zu erwarten, Carsten Schwanke? Es wird bei uns ein bisschen kälter, zumindest vorübergehend, denn Richtung Wochenende steigen die Temperaturen wieder an. Aber heute Nachmittag überquerte uns vor allem im Norden und Nordosten eine Kaltfront, und zwar mit Gewittern und Regenschauern. Hier sieht man die Radarechos und man sieht ebenfalls, dass diese Front sehr schnell gezogen ist. Es hat kurzfristig kräftig geregnet, aber in der Summe kam nicht allzu viel herunter. Der meiste Regen fiel in Brandenburg an der Havel. Dort waren es 13 Liter pro Quadratmeter. Bemerkenswerter hingegen waren die Sturmböen. In Verbindung mit diesen Gewittern und Regenschauern in Berlin-Adlershof wurden fast 90 Kilometer pro Stunde gemessen. In Reinsdorf in Sachsen waren es 83 Kilometer pro Stunde.